Let's go, mal gucken, ob ich jetzt hier mit dem Leta King was reiße. Ich habe einiges dazugelernt gestern. Das müsste jetzt eigentlich machbar sein. Ah, es war klar, dass er einen Bedroher reinbringt, falls er überhaupt Bedroher hat. Gucken wir mal. Ist nicht mal Bedroher, okay. Ich kann auf jeden Fall Rückenwind bringen, wichtig. Und ich glaube, ich kann auch den Zauberschein bringen. Wobei ich eher Mondgewalt auf ihn gehen möchte, glaube ich. Er wird nicht direkt Terran, oder? Vielleicht geht er auf Terra Boden, dann wäre Energieball besser. Boah, schwierige Entscheidung wieder. Ich sag, er macht bestimmt Terra und ich verkack's wieder. Irgendwie, jetzt Terra Stahl. Okay, geht auf den. Das ist gut. Ach, Gift. Habe ich Boden mit? Nope. Doch, ich habe Frischstampfer auf Leta King. So, den haben wir schon mal weg. Rückenwind kriege ich auch raus. Und selbst wenn er jetzt Gardevoir direkt killt, wäre mir das tatsächlich egal. Moin, Luz. Lockwax. Drei sogar überlebt, das ist ja witzig. Also das Gardevoir das überlebt. Crazy. Das Wassertauros. Wassertauros. Versuche ich einen Rückschrecker oder greife ich ein bisschen stärker an? Ich versuche einen Rückschrecker. Das Wassertaurus wird mir das gefährlich. Actually eigentlich nicht. Wieder der. Mondgewalt. Guck mal, sogar sehr effektiv. Cool. Aber keine Nährschlagattacke? Ich glaube schon, oder? Zurück? Hä? Wieso bringst du den und rufst ihn dann zurück? Ist er verwirrt? Schöner Schaden. Er lässt Gardevoir sogar überleben. Okay. Und er hat gar auch keinen Bedroher auf Gyarados. Also wenn du Rabigato und Gyarados spielst, Digga, dann spiel das auf Bedroher, oder nicht? Also den Switch-In von Gyarados habe ich ja mal null also den habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Hätte er Bedroher gehabt, aber selbst dann nicht, war auch Spezialangriff. Das war ja ganz komisch. Jo. Also das hat er ja übel gethrowt. Aber da sieht man so ein bisschen das Team auf glänzen. Wenigstens ein bisschen. Was heißt hier? Das Leta King-Team kann richtig, richtig stark sein. Ich bin davon überzeugt. Es war auch die richtige Entscheidung, Mondgewalt zu machen und nicht Zauberschein. Mondgewalt hat im Prinzip sein ganzes Team auseinandergenommen. Wie stark ist denn Gardevoir mit einem Schal? Wobei ich überlege, wenn ich Rückenwind drücke, brauche ich eigentlich den Schal nicht. Theoretisch könnte ich da auch eine Brille drauf machen. Dann würde ich noch mehr Schaden machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Er macht direkt diese Wegsperre, scheiße. Ich bin gespannt, ob ich die Kacke wegkriege. Ich bin so gespannt, ob ich die Scheiße wegbekomme. Ich gehe Full Attack auf den, aber Full Attack. Ich bin so oder so schneller, ich gehe Full drauf. Der muss weg, der muss so schnell weg, damit ich auswechseln kann. Es kommt jetzt direkt sein Abgangsbund. Das heißt, nächste Runde kommt sowieso ein Schutzschild.
Er macht Gesang, er macht nicht mal Abgangsbund. Er wollte Gesang machen. Moin, Angara. Machen Sie mal so. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Schutzschild macht. Ja, er macht auch Schutzschild. Das heißt, er macht jetzt Abgangsbund oder wieder Gesang? Wieder Gesang. Hätte sogar getroffen. So eine Kacke. Aber dafür, ich hau den jetzt weg. Könnt sogar überlegen, Patronenhieb auf das Azumarill. Ich weiß aber, ja, ich mach's lieber gesplittet. Falls Morbitesse irgendwie nochmal Schutzschild oder so macht oder irgendeinen anderen Kack. Er hätte schon längst Abgangsbund machen müssen. Er hat zweimal Gesang gedrückt. Ich glaube, das war nicht so clever. Wir wären jetzt schon in Runde 3. Ich glaube, dass Morbitesse stirbt nicht vom Finsterhorror. Er holt den zurück. Jetzt bin ich gespannt. Er bringt das Feuerding. Mit Bedroher. Und Tarnumang hilft nicht gegen Bedroher. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Alter, nicht sehr effektiv und trotzdem so viel Schaden. Ah, Volltreffer, okay. Und Fluchtknopf. Er wollte einfach nur Bedroher rauskriegen, oder was? Oh, der tut gut. Wegsperre weg. Der tut gut. Das wäre es, hat Zumerill. Jetzt ist sowieso egal. Abgangsbund kannst du jetzt in die Haare schmieren. Dann werde ich mal einen Rückenwind machen, weil ich kann gerade eh nichts anderes machen. Und falls er Wagemut macht, macht das bestimmt auf Xerox, oder? Er hat Angst vor Xerox. Und den Rückenwind kriege ich so oder so raus, oder? Guck mal. Rückenwind ist draußen, sehr gut. Ableithieb, stimmt. Ich hätte echt Wagemut erwartet. Jetzt macht er Abgesang. Aber why? Ich kann auch jederzeit austauschen. Also wenn ich ihn jetzt angreife, muss er sterben. Wie wenig das macht er, krass. Also den Abgangsbund habe ich ja gerade gar nicht verstanden. Er zwingt mich klar zum Auswechseln, da ist mein Plus 1 weg, aber... Und? Er muss ja auch gleich auswechseln. Kann er überhaupt noch auswechseln? Er kann nur einmal auswechseln, ne? Er hat nur noch eins. Ja, kommen wir mit der Leta King-Taktik. Was nehmen wir denn? Der hat bestimmt... Boah, wenn der Kraftkoloss hat, wäre natürlich crazy. Wenn... Azumarill hat bestimmt Kraftkoloss, oder? Boah, das wäre witzig. Kraftkoloss auf Leta King, 800 Attacke? Ja. Bitte, du hast Kraftkoloss.
Oh nein, ich hätte das so gern kopiert. Was kommt da jetzt? Bedroher, ne? Bringt mir gar nichts. Mann, ich hätte gern Kraftkoloss kopiert. Ah, Bedroher wirkt. Ah, oh, Bedroher wirkt direkt. Er hat Siegeswille. Fuck, das ist richtig scheiße gewesen. Hätte ich Epitaph genommen, hätte ich jetzt auch plus 2. Also der muss jetzt ganz dringend weg. Der ist jetzt auf plus 4 oder so. Ne, auf plus 2. Immerhin keine Wirkung. Outplayed. Aber hätte ich den Siegeswillen... Oh Mann, ey, das wäre so geil gewesen. Aber ich wollte auf den Kraftkoloss. Aber da er jetzt eh auswechseln muss, sonst ist er nämlich tot, kann ich mir das eigentlich auch sparen. Das heißt, da kommt jetzt Azumarill. Plus 4, ja, plus 3. Das ist huge. Das ist ja huge. Citru? Boah, ich hasse das, Azumarill. Shaox ziemlich full. Ich will den aber gern killen, aber könnte sein, dass er auswechselt. Ich mache nochmal Frustdampfer. Der müsste jetzt auch mehr haben, weil bei Frustdampfer ist es so, wenn die Attacke vorher, irgendeine Attacke vorher aus irgendeinem Grund nicht getroffen hat, dann ist die in der nächsten Runde doppelt so stark. Also müsste ich jetzt theoretisch 150er Schaden haben. Safe war, dass ich 150er. Als ob er Gesang trifft. Das ist ja frech. Er hat Flammenblitz gerade auf Affiti gemacht, ne? Ah, ne, vielleicht macht er wieder Schutzschild. Ich gehe lieber hier wieder drauf. Und hier muss ich mal auswechseln. Gar keinen Bock. Erstmal bin ich auf minus 1. Und schlafend. Andererseits habe ich noch gar keinen Schaden. Na komm. Bleib mal drin. Schutzschild, okay. Das heißt, er macht wieder Flammenblitz, dann killt er sich selber. Also erstmal sterbe ich nicht und er killt sich selber. Verbrannt ist doof, aber auch nicht so schlimm. Ich mache gleich Abgangstirade. Obwohl, nee, kann ich nicht machen. Ja, der killt sich auch selber. Den brauche ich nicht, weil wir angreifen nächste Runde. Ist auch egal. Also ich greife ihn, weil Azumarill ist eh dood. Also ich sehe nicht, wie er das... Also er müsste mit Epitaph alles weghauen. Flammenblitz. Er killt sich selber. Hat er nichts anderes? Bestimmt ist er auf Wahlband.
Nee, er hat ja Schutzschild einmal gedrückt. Wieso drückt er wieder Flammenblitz? Hat er nichts anderes? Na schön, ich schlafe. Gefällt mir. Ich muss auf jeden Fall auf Terra Kampf gehen mit Leta King. Damit er sich nicht mit Ableitieb übel voll heilt. Und ich muss Schwertanz drücken. Wie soll er denn mit Epitaph? Also Epitaph ist stark, aber selbst wenn er einen Protzer macht, er kann nicht. Kann er nicht. Auf jeden Fall Terra Kampf. Mal gucken. Er geht auf Terra Feuer. Gut, kann ich Frischkampfer machen. Oh, wenn er Terra-Ausbruch hat auf Xerox, das tut weh. Ah, ich musste Leta King, das hält er sich voll. Ableitieb ist schlimmer. Glaube ich. Scheiße, könnte sein, dass der Xerox jetzt One-Hitte mit heraus. Ah, wird das ja wahrscheinlich. Er macht wieder Ableitieb, krass. Er macht nicht mal Terra-Ausbruch. Vielleicht hat er nicht mal Terra-Ausbruch. Aufgewacht. Besser wäre gewesen, ich hätte es nicht getroffen. Dass das viel schneller ist als Xerox. Ah klar, ist schneller. Wäre witzig, wenn er auf Walschale ist. Schaden ist okay. Krieg ich nochmal ein Patron hier raus. Es kann echt sein, dass er auf Walschal ist. Dass er die ganze Zeit Ableitieb macht. Wie gesagt, ich glaube, Frühstampfer ist jetzt stärker nächste Runde. Dadurch. Boah, zum Glück habe ich Leta King nicht ausgewechselt. Dann hätte ich jetzt die ganze Zeit Schnarchnase. Reicht schon, perfekt. Easy. Zwei Wins, eine Folge mit dem Team, jetzt läuft langsam. Also das wäre das finale Team. Oben auch mit dem Leihcode wieder. Bei Mascagato bin ich mir nicht so sicher, ob ich den drin lasse. Bizarro-Raum habe ich bisher noch nicht einmal geused und das Problem ist auch, mit der wenigen Def von Mascagato und ohne Gurt, Bizarro-Raum hat ja eine -6 Prio, ist es auch schwierig, das durchzubekommen. Mascagato ist so das Pokémon, das könnte man auch austauschen gegen irgendeinen Rundumschutzspieler. Xerox sehr, sehr geil. Trikefalo ja sowieso in der Meta sehr stark. Affiti sogar ohne Leta King sehr, sehr stark. Ich spiele es auch ab und zu ohne Leta King. Wenn dann lieber Xerox reinkommt anstatt Leta King. Wenn der Gegner nicht so viele Spezialangreifer hat oder kein Feuer oder so, dann braucht man auch nicht Leta King unbedingt nehmen. Und Affiti alleine mit Giftieb ist auch sehr, sehr stark. Und Abhausen ist auch immer witzig. Gardevoir sowieso immer stark. Da habe ich jetzt den Terra-Typ noch auf Stahl geändert. Xerox Terra-Typ Wasser. Trikefalo Feuer, wie immer. Leta King Kampf. Und Affiti, den macht man nicht auf Terra. Und das wäre auf jeden Fall das Team. Spielt's nach, macht sehr viel Spaß. Ist in der Meta aber ein bisschen schwierig, weil viele mit Knackrak, Monotigo, mit diesen ganzen Mehrfachattacken, vor allen Dingen Cremanzo und Servol, ihr habt keinen Eiskreisel, ihr habt keinen Rundumschutz, nehmen einen gut auseinander.
Aber gegen alle anderen Teams ist es eigentlich echt stark. Und ich finde, macht auch mega Spaß, vor allen Dingen, weil der Leta King da drin ist. Mit Abhausen ist schon richtig, richtig witzig, das mal in Rank zu sehen. Also spielt das auf jeden Fall nach. Mega, mega nice.